Erste Helene Fischer Florian Silbereisen, liebes Comeback. Seine Familie packt aus. Helene Fischer und Florian Silbereisen wirken immer noch total vertraut. Das Band der Liebe war nie abgerissen. Gefühle waren einfach stärker. Helene Fischer und Florian Silbereisen sind trotz Liebesaus noch ganz eng miteinander verbunden. Ist die schönste Nachricht des noch jungen Jahres. Fans haben es schon länger geahnt. Auch Freunde wundern sich nicht mehr über das Innige. Zärtliche Verhältnis der beiden zueinander. Bei Florians Schuhschlager Champions im Januar in Berlin standen die Zeichen auf Versöhnung. Bei Helene kullerten die Tränen, sie schmiegte sich eng an ihn. Und er hielt sie mit verklärtem Blick fest. Florian Silbereisen, sein Onkel packt aus. Rührend tröstete er sie, hielt sie im Arm, als sie bewegt über ihre Trennung sprachen. Jeder konnte sehen, wie stark die Herzen der beiden noch füreinander schlagen. Von Helenes neuem Partner Thomas Seidl ist keine Rede mehr und es gibt keine gemeinsamen Fotos der beiden. Das Band der Liebe, das Helene und Florian verbindet, war nie wirklich abgerissen. 10 Jahre Glück, die wirft man nicht einfach weg. Selbst Georg Silbereisen, der Bruder von Florians Vater Franz, ist zuversichtlich und er bringt endlich Licht ins Dunkel, was nun wirklich los ist. Es geht Florian so ganz gut. Ich habe ihn vor 2 Tagen hier getroffen in Tiefenbach, wir haben geplaudert, verrät er. Onkel Georg steht Florian sehr nahe, litt mit ihm nach dem plötzlichen Liebesaus kurz vor Weihnachten. Was hält er von einem möglichen Liebescomeback der beiden? Ich bin kein Hellseher, aber man soll nie nie sagen. Denke, sie haben schon gut zueinander gepasst. Sonst wären sie ja nicht 10 Jahre ein Paar gewesen,
meint er vielsagend. Dass über eine Hochzeit gesprochen wurde, gibt er offen zu. Sicher denkt man am Rande über sowas nach. Aha. Seite Helene Fischer Florian Silbereisen, ihr geheimes Leben nach der Trennung. Helene Fischer und Florian Silbereisen galten jahrelang als das Traumpaar der Schlagerwelt. Die Trennung war ein großer Schock. Doch nun scheint sich eine überraschende Wende anzubahnen. Er hatte sich immer um alles gekümmert. Beim gemeinsamen Hausbau am Ammersee rannte Florian Silbereisen aufs Bauamt, um Genehmigungen einzuholen. Er sprach mit Architekten, wenn es um Änderungen ging. Er suchte den Gemeinderat von dem Vorhaben zu überzeugen. Es gab und gibt Ärger mit den Umbauplänen für das Liebesnest. Doch seit der Trennung ist Helene Fischer alleinige Eigentümerin des Besitzes. Er kümmert sich jetzt um die ganzen Probleme mit Gemeinderat und Co. Florian sicherlich nicht mehr. Sein Nachfolger diese Aufgaben wohl übernimmt? Fest steht, Thomas Seidel ist kein Mann, der sich im Hintergrund hält. Drängt nach vorne, möchte selbst Karriere machen. Das klappt, seit er offiziell mit der Sängerin zusammen ist, ziemlich gut. Wird Helene Fischer nachdenklich? Plötzlich wird der Tänzer sogar als Brillenmodel bei Rodenstock gebucht. Bedingungen, die sonst nur echten Stars erfüllt werden. Muss nicht wie die anderen vor der Schau über den roten Teppich. Auch Fragen an ihn sind nicht möglich. Beim obligatorischen Gruppenfoto auf der Bühne verschwindet er einfach. Ob solche Allüren der bodenständigen Helene Fischer gefallen? Wächst nun doch wieder die Sehnsucht nach dem Florian Silbereisen. Sie blind vertrauen konnte, der nie Vorteile aus der Liebe zu ihr zog?
Mit ihm hatte sie ihre Zukunft geplant, das gemeinsame Liebesnest. Dass sie sich jetzt künftig alleine kümmern muss. Würde nicht überraschen, wenn da traurige Wehmut aufkommen würde. Bahnt sich da etwa eine überraschende Wende an? Florian Silbereisen verriet, Helene und ich telefonieren fast täglich. Und uns verbindet so viel, wir haben gemeinsam so viel erlebt, das bleibt für immer. Dass er für das Traumschiff im ZDF als Kapitän engagiert wurde, sicher hat er es als erstes der Sängerin erzählt. Dem Tattoo.